Gegen SUVs protestierten die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion am Samstag in Trier-Euren. 4 Aktivisten stellten sich mit Plakaten vor das Autohaus von Mercedes. Weitere kletterten auf das Dach des Autohauses und ließen ein Transparent herunterhängen. Wir wollen aufzeigen, dass der weitere Verkauf und die Herstellung von großen Stadtgeländewagen nicht mit den Klimazielen der Europäischen Union, mit dem Pariser Klimaabkommen und nicht mit einem Überleben der Menschheit vereinbar ist. Die Aktivisten wollten, wie sie es nennen, mit zivilen Ungehorsam Aufmerksamkeit für das Thema gewinnen. Damit nehmen sie auch das Begehen von Straftaten in Kauf. Es ist legitim, Straftaten zu begehen, wenn, wie gezeigt, friedliche Demonstrationen, angemeldete Versammlungen, die die öffentliche Ordnung nicht stören, keine ausreichende Wirkung haben. Noch bevor die Polizei eintraf, suchten die Aktivisten auf dem Dach das Weite. Vor dem Gebäude blieben dann nur noch die übrigen 4 Demonstranten. Die Polizei nahm von ihnen die Personalien auf und fahndet nach den flüchtigen Personen vom Dach. Insgesamt dauerte die Protestaktion rund eine Stunde.